Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Ich sitze hier mit dem frisch gebackenen Listenkandidat für die Bundestagswahlen, Mike. Grüß dich. Hallo Florian. Wir sind jetzt einen Tag nach der Listenaufstellung, beziehungsweise zumindest nach deinem Platz, auf den du gewählt worden bist. An sich läuft die sogar noch, aber jetzt so Plätze 70 aufwärts, genau. Genau, und du bist auf Listenplatz 40 gewählt worden. Genau. Erstmal herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle nochmal von mir. Dankeschön. Es könnte ja tatsächlich ein aussichtsreicher Listenplatz sein. Ja, also erstmal ist es schon sehr spannend, weil es insgesamt werden 80 Listenplätze gewählt. Mhm. Das heißt, ich bin die goldene Mitte. Ja, das, da hörst du auch nicht mit, das zu sagen. Ja. Genau. Das habe ich auch nachher bei der Annahme der Wahl gesagt, dass es schon für mich eine Premiere ist. Ich hörte es heute gestern schon mal, ja. Ein Mann der Mitte zu sein, gewissermaßen. Ja, also die Frage der Umfragen, also ich bin jemand, der das immer sehr vorsichtig genießt. Aber die kann man natürlich gerade genießen und bei Berechnungen, gerade wegen eines Parlaments, das möglicherweise etwas größer wird leider, also weil die Wahlrechtsreform ist zu befürchten, ja. Gescheitert ist, könnte es momentan tatsächlich so sein, dass wir 55 Leute drin hätten aus NRW. Da wäre natürlich 40 ein sehr attraktiver Listenplatz. Mhm. Und das könnte durchaus passieren. Wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen über deine Inhalte geredet, also was du so bewegen möchtest in der Politik. Deshalb würde ich da jetzt nicht so einen großen Fokus drauf legen, sondern eher, was hast du denn mit dem Listenplatz so vor? Also erstmal, ich könnte mal ein bisschen zurückblicken. Es war schon ein sehr spannender Prozess, bis es dahin kam. Ich kann mir auch vorstellen, so ein Prozess mitzumachen ist ja auch sehr anspannend und sehr, sehr bewegend. Ja, genau. Aber das Ergebnis war dann doch sehr eindeutig. Mhm. Und das hat mir doch sehr gut getan, auch sehr viel Rückhalt zu bekommen aus dem Landesverband und sehr viel Zuspruch. Also es gab 7 Kandidaturen auf diesem Listenplatz und ich habe im ersten Wahlgang schon über 40% gekriegt, obwohl es auch sehr starke andere Kandidaturen gab, muss man sagen, von guten Leuten. Und das finde ich dann sehr schön, auch dass meine Inhalte dann auch da unterstützt werden. Genau. Und für mich heißt das natürlich, dass der Wahlkampf natürlich jetzt um eine Dimension reicher geworden ist. Ja. Es geht jetzt nicht nur darum, dass ich das Direktmandat im Kreis Herford und in Bad Oeynhausen bekomme, sondern es geht auch darum, das Zweitstimmergebnis so hochzujagen, dass ich auch, falls das Direktmandat. Ja, falls ausnahmsweise dieses Direktmandat mal nicht an die Grünen gehen sollte. Mhm. Was bisher eigentlich immer der Fall war. Ja, genau. Mhm. Dass da auch so eine Chance besteht. Und es ist schön, Teil dieses Clubs zu sein, gewissermaßen. Der Leute, die nicht nur in den Wahlkreisen kandidieren, sondern auch für den Landesverband insgesamt. Ja, ich bin sehr gespannt, was da zu bewegen ist dann in der Bundestagsfraktion. Mhm. Und es ist ja auch nochmal eine spannende Frage. Kommen wir in Regierung? Wie schaut es damit aus? Also es ist ja zumindest sehr wahrscheinlich, dass wir in eine Regierung kommen werden. Die Frage ist ja vor allen Dingen aktuell, vor allen Dingen für den Wahlkampf, werden wir die führende Kraft in einer Regierung sein oder in Anführungsstrichen nur Juniorpartner? Was hast du denn so vor? Was stellst du dir vor, in der Periode in den nächsten 4 Jahren dann bewegen zu können? Erstmal, wir haben heute eine Pressekonferenz verfolgt der Unionsfraktion nebenher. Stimmt, ja. Ja, und der Markus Söder, der vielleicht Bundeskanzlerkandidat wird, das wird man möglicherweise bei der Veröffentlichung dieses Podcasts besser wissen, hat gesagt, dass der Hauptgegner der Union die Grünen sind. So, und das ist praktisch um das Rennen um Platz 1 mit den Grünen geht. Ist ja auch etwas, dass wir der Hauptgegner sind, ist ja etwas, was eher gewöhnt ist aus Bayern, ne? Ja, inhaltlich war das wahrscheinlich schon lange so, ja. Aber so, und das heißt natürlich, dass das jetzt eine ganz neue Dimension ist. Also es geht um Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Union und uns. Und es geht vor allen Dingen auch um die Kanzlerschaft, ne? Also wird ein Unionskandidat, da kann man ja leider nur von Kandidaten sprechen, weil es nur Männer als Anwärter aktuell gibt. Ja, und auch leider, was die Person selbst betrifft teilweise. Genau, richtig. Oder wird es eine Kanzlerkandidatin von den Grünen? Mhm. Ich glaube, das wird eine der entscheidenden Fragen in diesem Wahlkampf. Genau. Und das wird ja am 19. Geklärt. Also wer
sich vorschlägt, bei den Grünen, wer sich vorschlägt oder wer vorgeschlagen wird, den Parteigremien, um diese Kanzlerkandidatur anzustreben. Und das ist natürlich auch ein Anspruch, den man erfüllen muss. Es gab ja schon andere Parteien, die deutlich schwächer waren, auch in Umfragen, die dann meinten, durch eine Kanzlerkandidatur das pushen zu können. Das hatte dann gerne mal so ein bisschen schwierigen Touch. Bloß wenn die gibt's ja aktuell auch gerade wieder, ne? Mhm. Also es gibt ja Parteien, die dadurch versuchen, nochmal einen Drive jetzt schon seit einem Jahr hinzubekommen, aber so richtig gelingt der Drive ja aktuell noch nicht. Ja. Ich meine, die anarchistische Pogo-Partei Deutschlands hatte immer Kanzlerkandidaten. Mhm. So, ich glaube. Und es hat leider nie geklappt. Genau. Wie heißt der nochmal? Bitte? Nee. Der Kanzlerkandidat der Kannst du jetzt nicht. Ja, wir haben sozusagen heute im Studio. Nee, schneiden wir raus. Wie heißt der nochmal? Der von der Kassierer, den Wolfgang Wendland. Das hätte ich dir auch sagen können. Wolfgang Wendland, der. Ja, der auch mal Oberbürgermeisterkandidat hier in Bochum war, ja. Wie du ja sicherlich weißt. Ich meine, das sind zwei Ämter, die auf einem Level sind: oh, Bundeskanzler und Oberbürgermeister von Bochum. Ja. Genau. Ja. Genau. Sag das mal, Thomas Alskirch. Ja, und es gab natürlich die berühmte Kanzlerkandidatur von Guido Westerwelle in der FDP. Die ja jetzt auch nicht so hervorragend. Ja, und da ging es um das Projekt 18%. Wir haben das Projekt 18% nicht, sondern es geht hier um klar 20+. Und es geht darum, die Union auf den zweiten Platz zu bringen. Und das und in dem Moment ist natürlich eine Kanzlerkandidatur der Anspruch, den man stellen muss. Also du musst ja die Frage, wer welche Person würde im Fall einer Seniorpartnerschaft in einer Regierung das Kanzleramt übernehmen, beantworten. Und von da ist es gut und richtig und das ist keine Luftnummer, sondern, also wie wir es bei der anarchistischen Pogo-Partei Deutschlands und der FDP, ich bin jetzt mal in einer Reihe okay. ist gewagt, aber lass ich mal so durchgehen. Also in dem Fall geht es wirklich um eine Frage mit Substanz und eine Frage, die man verantwortlich beantworten muss. Und man muss ja sagen, nur weil wir dann eine Kanzlerkandidatin oder einen Kanzlerkandidatin stellen, heißt es ja nicht, dass die zweite Person aus dem Spiel ist und dadurch keinen Wert mehr hat, sondern wir haben ja schon sehr klar angekündigt, dass das Teamarbeit hier bei den Grünen ist und dass selbstverständlich die Gesamtpartei zählt und nicht nur die Person, die vorne dran steht. Ja, und die Doppelspitze bleibt ja im Parteivorsitz. Genau. Und das heißt natürlich, im Fall einer Regierungsbeteiligung wird die zweite Person dann auch möglichen Zugriff auf ein Ministerium haben oder weiter als Parteivorsitz oder Fraktionsvorsitz oder was auch immer, auf jeden Fall in der entscheidenden Position. Sie wird weiterhin eine wichtige Rolle in der Partei spielen, für die Partei spielen. Genau, also es ist ja nicht so, dass da jemand ausgebotet wird, sondern es geht um eine Entscheidung, wer ist jetzt an der Position besser. Aber jetzt zu anderen wichtigen Rollen für die Partei. Du bist die Mitte der Partei, ich bin der NRW-Grün. Das Thema hatten wir ja gerade schon. Ja. Was stellst du dir denn so vor, was Grüne in der Wahlperiode vielleicht umsetzen können? Also wichtigstes Ziel wird der Klimaschutz sein. Also es wird um die Frage eines beschleunigten Kohleausstiegs gehen. Es wird um die Frage gehen, wie kriegen wir die erneuerbaren Energien noch stärker in den Energiemix rein? Wie kriegen wir mehr Häuser gedämmt? Wie kriegen wir es hin, dass auch bei Neubauten die Standards für Wärmedämmung, für Niedrigenergie höher sind? Das sind wichtige Themen, die sich jetzt stellen und die da eigentlich ziemlich verschlafen wurden. Das ist ganz klar aus. Allerdings natürlich Corona wird über diese Wahlperiode, also über die Bundestagswahl hinaus, zumindest in die Folgen gehen. Also der Staatshaushalt ist sehr stark belastet und die Frage, wie kriegen wir das wirtschaftlich und sozial vor allem in den nächsten Jahren hin? Also ja, wie kriegen wir den Kampf gegen den Klimawandel oder gegen die Klimakatastrophe sozial auch so hin, dass es dass Menschen dadurch keine Benachteiligung erfahren, ne? Ja, also wir haben jetzt ja einen Lockdown und es gibt viele Pleiten, muss man mittlerweile sagen. Also das ist nicht so, dass ausreichend Hilfe und Ausgleich da ist und da bricht viel weg gerade. Menschen erleben einen sozialen Abstieg. Gleichzeitig müssen wir sehr viel Geld investieren, um
eine Energiewende hinzukriegen, um für Klimaschutz was zu machen. Und das muss man unter einen Hut mitbringen. Und das muss man so hinkriegen, dass man das auch zusammen denkt. Das wird eine wichtige Aufgabe sein. Und natürlich eine wichtige Aufgabe wird sein, diese Europäische Union zukunftsfähig zu machen. Und als Deutschland als größtes Land, also natürlich dann eine besondere Verantwortung. Und auch einen besonderen Einfluss. Ja, genau. Ja. Jetzt hast du schon so ein paar Themen angerissen, aber welche Themen sind vielleicht auch, spielen in deiner Kandidatur einerseits eine sehr, sehr wichtige Rolle für dich und welche möchtest du für dich als Kandidat bespielen und nach vorne bringen? Also, wir haben, ich werde die Rede nochmal verlinken in den Shownotes. Bitte jetzt nicht nochmal halten. Ich werde sie nicht nochmal halten, auch wenn sie grandios aber ein, Dankeschön. Vor allem das T-Shirt. Achtet auf das T-Shirt, liebe Freundinnen. Ja, ich wollte eine Audioaufnahme verlinken, aber es ist ja okay. Ja, jetzt musst du auch das Video verlinken, mein Freund. Und eins der Themen, die ich da erwähnt habe, ist mir sehr wichtig, nämlich die Frage der gleichwertigen Lebensverhältnisse. Also wenn wir gerade über die Frage von Klimaschutz und wirtschaftliche Situation in Regionen sprechen, da muss man sagen, dass die Frage, wie schaffen wir es hin, dass sozusagen der Lebensstandard, und das ist ja ein Versprechen auch, also mit einem Gründungsversprechen der BRD, überall mehr oder weniger gleichwertig ist, auch wenn es natürlich nicht überall ganz gleichwertig ist, sein kann. Du wirst nicht irgendwo in einem Viertel die gleichen Lebensstandards haben wie in einem normalen Mietsgegend so. Und aber grundsätzlich, dass man in den Regionen Deutschlands ähnliche Verhältnisse, ähnliche Möglichkeiten hat, sich zu bilden, etwas zu tun, Infrastruktur zu haben, das ist ein wichtiges Thema und da bricht ganz viel weg. Ja, auch das betrifft den ländlichen Raum natürlich sehr stark, die Ortskerne. Das betrifft aber auch größere Städte, die starke Schulden haben und wo es auch teilweise Quartiere, Stadtteile gibt, wo man es ein bisschen die Angst hat, dass die wegbrechen. Genau, also und da das trifft ja ländliche Räume ähnlich wie Kommunen im Ruhrgebiet, die ja, wie du schon sagst, sehr schuldengeplagt sind und dadurch Investitionen in die Infrastruktur und in die Städte nicht tätigen konnten, die dringend notwendig sind dann genau. In der Region. Ja. Genau. Und wir haben ja ein Bundesministerium des Innern. Es ist aber auch das Bundesministerium der Heimat für Heimat und Bauen. So Heimat heißt es, weil es an sich dafür zuständig sein soll, diese gleichwertigen Lebensverhältnisse hinzubekommen. Es wird geführt von einem ehemaligen Ministerpräsidenten von Bayern, der eigentlich immer so Bayern First Politik gemacht hat. Ja, so einen gewissen Chauvinismus auch an den Tag gelegt hat, wenn es auch darum geht, um diesen Länderfinanzausgleich so auszugestalten, dass Länder die Möglichkeit haben, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen. Und da war immer so die Position, ja, warum, wenn Bayern schaffen kann, reich zu sein, warum schafft es nicht Mecklenburg-Vorpommern? Warum sollte Bayern für die Schulden von Mecklenburg-Vorpommern aufkommen? Genau. Ne? Ja. Warum soll Bayern dafür zahlen, dass in Mecklenburg-Vorpommern Theater stehen? Oder ja. Solche Dinge. Ja. Und das widerspricht ja dem sich einander. Ja, also und also meine Auffassung ist nämlich, dass wenn man akzeptiert, dass Regionen praktisch wegbrechen, zurückgelassen werden, dann gibt man da nicht nur irgendwie, spart man nicht nur Geld auf der einen Seite, man gibt die Regionen mehr oder weniger auf. Man gibt vor allen Dingen die Menschen. Man sorgt für soziale Verwerfung. Genau. Die Menschen leiden darunter. Und das macht auch was mit Gesellschaft. Und das wirkt sich natürlich letztlich auf das gesamte Land aus. Und deswegen muss da Futter hinter. Also es muss endlich ein klares Konzept her. Wie kriegen wir diese gleichwertigen Lebensverhältnisse? Wie viel Geld muss wohin umgelegt werden? Wie kann man beispielsweise durch einen Altschuldenfonds Kommunen entlasten, die einfach gar nicht mehr in der Lage sind zu investieren? Genau, die keine Bewegungsfreiheit mehr haben. Also Investitionen sind ja ein zentraler Punkt. Und das ist für mich ein sehr wichtiges Thema, was man in dieser Wahlperiode angehen muss. Da würde ich auch ganz gern an dem Punkt mitarbeiten. Das wäre ein Thema, genau. Ja, sehr schön. Hast du noch weitere Themen, die du anbringen möchtest? Weil du jetzt gerade sagtest, das wäre ein Thema.
Genau, ich bin ja auch Sprecher mit mir der Elektrik. Genau, und da haben wir auch in früheren Folgen schon gesprochen, dass das auch wichtige Themen sind. Abschaffung des transsexuellen Gesetzes ist ein wichtiges Thema und beim Selbstbestimmungsgesetz hin. Genau. Und praktisch auch Fragen der Akzeptanz und der Sicherheit und des Schutzes und ja, und da würde ich ganz gerne an der Stelle auch mitarbeiten. Und ansonsten auch Fragen der Adoption wahrscheinlich, ne? Genau. Eheberechtigung sind solche Themen. Ne? Genau, also Co-Mütterschaft, das sind alles Themen, die einen langen Atem teilweise brauchen und wo ich dann ganz gerne ein bisschen Beitrag leisten möchte. Ja. Ansonsten wäre das natürlich eine sehr spannende Frage. Wir wissen noch nicht, wie groß diese Fraktion wird. Wir wissen noch nicht, wie die strukturiert wird. Wir wissen noch nicht, ob's Regierungsbeteiligung und wenn ja, in welchen Konstellationen und wie und in welcher Rolle. Ja, das wird sich dann noch natürlich zeigen. Aber ja, man muss ja sagen, das ist auch eine gewisse Verpflichtung. Ne? Also wenn wir X% kriegen, über 20% kriegen, dann ist das eine gewisse Verpflichtung, dass wir in Koalitionsverhandlungen auch so auftreten, dass wir eine breite Stimme hinter uns haben. Und das heißt, dass wir auch in Koalitionsverhandlungen einige Punkte aus unserem Wahlprogramm umgesetzt kriegen müssen. Und das wird nochmal eine spannende Frage sein an den Koalitionsverhandlungen. Ja, ja. Genau. Aber vor den Koalitionsverhandlungen kommt natürlich erstmal der Wahlkampf. Und das ist alles noch nicht selbstverständlich. Ja. Und da müssen wir natürlich ein möglichst gutes Ergebnis einfahren. Du hast natürlich auch, wenn du die stärkste Kraft im Land bist, dann kannst du nicht sagen, es ist besser, nicht zu regieren, als schlecht zu regieren. So, dann hast du die Verantwortung, hast du den Regierungsbildungsauftrag. Ja. Das ist so. Ja. Und da gibt's nur eine Option, nämlich gut zu regieren. So. Und das ist eine riesige Verantwortung, die man da hat. Und da ist natürlich die Hoffnung, dass man dann das in Konstellation hinbekommt, beziehungsweise auch in einer Arbeitsweise, die zum Erfolg führen kann. Und da haben wir, glaube ich, dann einiges vor uns. Ja, auch die Verantwortung, das zusammenzubringen, ne? Da Politik zu machen für die gesamte Gesellschaft, ne? Und da alle Menschen im Blick zu nehmen. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr anstrengender Punkt sein. Gerade für uns als Partei, die ja sehr, sehr viel diskutiert und sehr viel miteinander redet und spricht. Das wird nochmal sehr, sehr spannend für uns auch als Partei sein. Wie stellen wir uns da auf und wie möchten wir mit den Menschen gemeinsam so eine Regierung führen und welchen Regierungsstil haben wir dann auch vielleicht? Ja, genau. Also muss auf jeden Fall dialogbereiter sein. Ich habe in meiner Rede auch gesagt, dass das natürlich der Parlamentarismus gestärkt werden muss, auch gerade in so Krisenzeiten. Also es ist jetzt nicht nur so, dass es wird jetzt möglicherweise durch eine Änderung oder zu einer Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes führen, dass der Bundestag schon mehr einbezogen wird. Aber irgendwie allein die Tatsache, dass das schon als Ärgernis empfunden wird, teilweise nach der Ministerpräsidentenkonferenz, dass die dann auch noch mitsprechen wollen. Ist ein bisschen absurd. Dieser Bundestag ist die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger. Ich wollte gerade sagen, ist nicht nur ein bisschen absurd, ist völlig absurd. Ja, also. Und solche Dinge, ich meine, das ist, sorgt ja auch für zusätzlich für Unsicherung, wenn man das Gefühl hat, dass es läuft hohl und das wird irgendwie in Nachtsitzungen in den nichts in der Verfassung vorgesehenen Gremium mal eben so beschlossen. Ja. Und da bin ich, das ist sehr wichtig, das aufzuwerten und vielleicht auch innerhalb des Bundestages eine andere Herangehensweise zu machen. Also ich finde es die Idee, dass man es nicht als ehrverletzend sieht, wenn ein Änderungsantrag von der Opposition, ich sage jetzt mal die demokratische Opposition, das hätte ich jetzt noch in einem Ausschuss mal durchkommt, weil es halt an dem Punkt sinnvoll ist und das eine gute Idee ist und man das akzeptiert. So, ja. Das ist im Kommunalbereich passiert das schon. Ich weiß nicht, warum man das auf Bundesebene nicht auch ein bisschen mehr pflegen kann. Du hast gerade schon die demokratische Opposition angesprochen. Es gibt ja auch eine nicht-demokratische Opposition, die sehr weit rechts
im Bundestag sitzt. Es wird auch eine Frage sein, glaube ich, wie gehen wir damit um? Ne? Wie gehen wir mit der Hetze gegen Menschen um? Wie gehen wir mit aus Worte werden Taten um? Ne? Genau. Wie gehen wir mit populistischen Strukturen um? Wie gehen wir, wie wollen wir Demokratie wieder mehr fördern, damit Menschen mitgenommen werden in diese Prozesse? Ich glaube, das wird ein wichtiger Punkt auch für unsere Regierung sein. Sollte dann eine Koalition zustande kommen, wie gehen wir dann mit diesem immer größer werdenden Rechtsextremismus um und wie wollen wir den möglichst klein halten und möglichst dagegen ankämpfen? Ja, vor allem muss es auch da muss auch mehr Geld rein. Also es ist wieder an vielen anderen Punkten, wobei es da um andere Beträge geht, als mal ganz ehrlich, da geht es um ein paar Millionen im Vergleich zu vielen Milliarden, die man in andere Bereiche stecken muss aktuell, um gerade die Folgen der Pandemie auszugleichen. Vor allem muss auch langfristiges Geld rein. Genau. Und nicht immer projektbezogene Fördermittel, sondern eine langfristige Absicherung von demokratiefördernden Maßnahmen. Ich glaube, das wird ein wichtiger Schwerpunkt auch unserer Regierung sein. Genau, weil das Problem ist ja gerade in der Union ist ja so diese Extremismustheorie, also dass man das in gleichem Maß was gegen Links wie Rechtsextremismus. Die viel zitierte Hufeisentheorie. Genau, und dass auch also so ein Generalverdacht gegen Initiativen manchmal besteht, dass die zu sehr links stehen könnten und man die vielleicht nicht finanzieren sollte. Das Problem des Rechtsextremismus ist ungleich höher als des Linksextremismus, der natürlich existiert. Ne? Und deswegen muss man gegen rechts anders vorgehen und man braucht Aussteigerprogramme. Und man muss aufklären und da einen Dialog ein bisschen fördern. Und da muss auch mehr Initiative von der Bundesregierung her. Ja, wird eine spannende Zeit. Jetzt der Wahlkampf, der auf dich zukommt, wird sicherlich nochmal sehr, sehr themenreich sein, sehr inhaltsreich, sehr viele Termine sein, bei denen du dann einerseits vor Ort Wahlkampf machen musst, aber vor allen Dingen auch digital, sehr wahrscheinlich. Mhm. Du hast ja deinen Direktwahlkreis. Ja. Was stellst du dir denn für den Direktwahlkreis vor, mein Lieber? Um das Direktmandat zu bekommen. Auch später vielleicht, wenn du im Bundestag sitzt. Bei uns ist ja gerade die Diskussion über den Deutschlandtakt und über die Frage, wie sieht das mit neuen Trassen aus, um diesen Deutschlandtakt hinzubekommen, um sozusagen 7 Minuten, glaube ich, waren das einzusparen auf den Weg nach Berlin. Und da erwarte ich auch mehr Dialog, weil die Leute haben bei uns das Gefühl, die Planung geht so ein bisschen aus den Händen. Und die Frage, ob man es auf der bisherigen Trasse gebaut wird oder auf einer neuen Trasse, wo die durch Landschaft führt, die dadurch natürlich auch beeinträchtigt wird, an Wohnhäusern vorbeiführt, die dadurch beeinträchtigt werden, ist schon ein wichtiges Ziel. Und da muss man dann auch über die Fragen sprechen. Ja, ist dann vielleicht eine Minute auch zu opfern, um das auf der bisherigen Trasse noch zu machen, so. Bei dir ist ja sogar noch sehr interessant, du bist ja auch kommunalpolitisch unterwegs. Mhm. Ne? Also du kriegst die Dinge vor Ort nochmal in einer ganz anderen Art und Weise mit, dann vielleicht auch als Bundestagsabgeordnete, dadurch, dass du die Themenfelder auch in deinem Wahlkreis ganz gut kennst, ja, genau. Durch die Kommunalpolitik. Ja, ja, also das ist ein Thema, wird aber, glaube ich, nicht so das zentrale Thema sein. Ich glaube, bei uns stellt sich an vielen Orten auch die Frage, wie sieht das mit den Innenstädten aus? Wie sieht das mit Leerständen aus? Das Thema ländliche Räume, was wir gerade besprochen haben. Ja, ja und natürlich das Thema Pandemie, Lockdown und wie geht es wirtschaftlich weiter? Mhm. Das wird natürlich auch eins der zentralen Themen sein. Ansonsten ist bei uns stark auch traditioneller Ausbildungsmangel. Das wird möglicherweise auch zunehmen. Und ja, und wenn ich da einen Beitrag zu leisten kann, dann gucke ich, dass ich das hinkriege. Ja, sehr schön. Ja. Dann versuchen wir das gemeinsam als Partei. Genau. Freut mich, dass wir miteinander quatschen konnten, so kurz nach deiner Wahl. Und das war auch gerade sehr, sehr spontan, ne? Es war sehr spontan sogar. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt. Mhm. Und dann wünsche ich unseren ZuhörerInnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Mhm. Und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
った金のかんざしを片手に2000ドルで売り飛ばされた女王のもとに走る。そんな俺の横で眠るのは妹の親友。